Heute ist Halloween und ich habe mir die verrücktesten Streiche für Dimon ausgedacht. Los geht's! Leute, wie ihr sehen könnt, schläft Dimon. Ich habe einen Luftballon, Leute. Und jetzt setze ich eine Maske drauf und schau mal, was ich jetzt machen werde. Shh. Hey Leute, schau mal, was ich hab. Ich hab noch eine Überraschung für euch. Schaut mal. Und jetzt streiche ich die Türklinke. Schaut mal. Toll, großartig. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Oh, Leute, sein Wecker. Dimon wird bald aufwachen, Leute. Was ist passiert? Was ist das? Was soll das denn? Stas! Komm, weiter, komm. Los geht's. Ja. Oh, Dimon, wie geht's, Alter? Was meinst du mit wie geht's? Willst du mich auf den Arm nehmen? Haha, mach dir nichts drauf. Dimon, gehst du dein Gesicht waschen oder soll ich gehen? Ich geh mich waschen, Alter. Haha, ja, geh dich waschen. Huhuhu! Will er einen Krieg? Du kriegst einen echten Scheiß Krieg, Stas. Schaut, was ich tun werde. Ich bereite das Handtuch von Stas aus und nehme jetzt rote Farbe. Ich nehme nun die Farbe und schütte sie auf meine Hände aus. See you! Leute, das sieht voll blutig aus, Alter. Das wird richtig lustig werden. So, toll. Jetzt hänge ich es wieder auf, aber nur auf der anderen Seite, damit es dich sehen wird. Und jetzt lasse ich Stas in die Dusche gehen. Stas, geh. Das Badezimmer ist endlich frei, Mann. Ah, na endlich. Ich gehe mich endlich duschen. Yeah, geh nur. Oh, wie schön. Oh, was hat Dimon getan? Pfui! Schaut mal, was für einen netten und einfachen Streich ich jetzt mache. Ich bestreiche den Boden des Wasserhahns mit Farbe. Super. Und ich werde jetzt alles abwischen, damit Dimon nichts versteht. Okay, los geht's. Dimon, ich hasse dich. Ich hasse dich auch, Alter. Stas! Na, Dimon? Du hast dich schon gewaschen, stimmt's? Ich habe gegessen, also will ich meine Zähne putzen gehen. Ist okay? Ja, Dimon, es ist frei. Frei, los! Okay, ich gehe jetzt. So, Leute, ich werde jetzt auch meine Zähnchen putzen, okay? Ja, Leute, ich sollte meine Zahnbürste anfeuchten, damit sie weicher wird als mit Wasser. Oh, Igitt! Was ist das nur? Ich glaube, Stas hat mir wieder einen Streich gespielt. Jetzt hat er es aber geschafft. Jetzt bin ich richtig wütend. Sehr clever, Stas. Bravo, du bist so klug. Ja, Dimon. Ich habe IQ von 20. Ja, komm schon. Schaut mal, Leute. Stas, meinst du das ernst? Was ist hier los? Haha, ich hab dich wieder erwischt, Dimon. Lass uns einen Horrorfilm sehen. Okay, Stas, ich bin dafür. Warte nur, ich bring dir etwas Leckeres mit. Leute, ich habe hier zwei Törtchen. Ich habe auch Zahnpasta und etwas Streusel, damit ich alles zumachen werde damit. Also, schaut, was ich für eine geile Überraschung für Stas machen werde. Ich schmiere etwas Zahnpasta auf das Törtchen, damit es wie ein kleiner Kuchen aussieht, Leute. Jetzt dekoriere ich es mit den Streuseln, damit es noch viel, viel schöner wird. Ach toll, Leute. Jetzt sind unsere kleinen geilen Muffins fertig. Stas, ich habe ein Leckerli für dich. Oh, Dimon, ich danke dir sehr. Sie sehen so lecker aus. Komm schon, mach mal einen Film an. Hör endlich auf zu spielen, Mann. Warte, Dimon. Ich will sie zuerst probieren. Ja.
Ach, das ist für dich, du Trottel. Leg dich doch nicht mit Demon Danger an. Leute, ich hab hier Popcorn. Ich füge Tabasco zu Demons Popcorn hinzu. Ich schüttel es überall hin. Leute, schaut mal. Ich gebe so viel, 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 ja. Ja, ja. Leute, und ihr meldet euch an, um an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Wir verlosen 5 PlayStation 5 für euch. Meldet euch an und ich bringe das zu Demon. Haha, hier, Demon, das für dich. Vielen Dank. Das ist ein Scherz, Bruder. Was ist das für ein Streich? Du bist der allerschlechteste Bruder auf der ganzen Welt. Ja, Demon, ich mag dich auch, Bruder. Oh, da ist jemand. Jemand will einen Scherz machen oder vielleicht ein Leckerbisschen bekommen. Ja, ist das. Aber erinnerst du dich noch, was letztes Jahr passiert ist? Ja, ich erinnere mich daran sehr gut. Was kann ich euch geben? Wie ist das möglich? Und was wirst du jetzt tun, Stas? Also, Demon, ich habe eine Überraschung vorbereitet. Sag mir, ich verstehe nur eins nicht. Warum hast du so einen schönen Schubberschubs für den Räuber vorbereitet? Demon, das sind besondere Lutscher für dich. Um sie vorzubereiten, diese Chupa Chups nehmen wir vor allem Rosenkohl, stecken einen Spieß hinein, so geht das, und tauchen das Ganze in Nutella. Jetzt streuen wir noch Streusel darüber und fertig! Bravo, Stas, du bist so unglaublich klug, Alter! Ja, Demon. Oh, jemand hat wieder geklingelt. Ja, geh! Guten Abend. Dieses Jahr etwas Besonderes. Guten Appetit, mein Freund! Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt den Chupa Chups genießt. Okay, Stas, heute war ein guter Tag. Jetzt muss ich mich aber für deinen Schlaf vorbereiten, mein Schönheitsschlaf. Bis später, Demon. Gute Nacht, mein Bruder. Bis später. Okay. Ah, nichts passiert, Leute. Und hier? Schauen wir mal. Ah, auch nichts. Alles in Ordnung. Ja, okay, wenn hier nichts ist, dann kann ich ja ganz in Ruhe duschen gehen. Ich denke, es ist alles okay mit ihm. Was ist das? Man nimmt das hier, schraubt es ab und füllt es mit roter Farbe. Alles ist bereit. Bereit! Daddy Stas, lass uns lesen. Wir müssen das Licht anmachen. Leute, ich habe hier etwas Klebstoff und so eine Spinne. Und jetzt spiele ich Stas einen voll verrückten Streich. Er wird sich voll ins Höschen machen, Leute. Also, ich nehme das Ding jetzt hier ab, klebe den Kleber hier ran, dann nehme ich die Spinne und haut sie darauf. Okay, und jetzt packen wir das wieder alles zurück. So, und kaum wird Stas das Licht anmachen, erscheint eine Spinne, Leute! Da ist eine riesige Spinne! Hey, Stas, hast du wirklich geglaubt, dass es eine echte Spinne ist? Was? Wirklich? Du Schummler! Hey, komm, beruhig dich mal! Komm, ich geh schon, alles cool, Mann! Okay, Demon, okay! Stas! Oh, weg! Leute, ich habe Neuigkeiten für euch! Geh zur Seite, Refario, geh zur Seite! Ich fahre in den Urlaub und ich muss euch etwas sagen. Endlich fährt Refario mal weg! Er wird uns überhaupt nicht mehr stören! Aber ihr werdet nicht allein sein, ich habe einen Babysitter für euch! Ja, ja, okay, geh! Tschüss! Jetzt werden Sie sehen, was passiert! Ich mache Sie nervös! A few moments later. Demon, welchen Babysitter hat Rafaro für uns? Ich weiß es nicht, Odyssey. Er hat uns mal einen Buddybuilder geschickt, er hat uns eine Hexe geschickt, er hat uns schon 1000 Babysitters geschickt. Es juckt mich schon nicht mehr. Okay, mal sehen. Oh, es klingelt schon, Odyssey. Sollen wir nachsehen, wer es ist? Komm, Odyssey, komm.
Ja, wer ist denn da? Dimon, siehst du hier jemanden? Nein, lass uns rausgehen und mal nachsehen. Komm schon. Odyssee, meinst du, das ist ein Prank? Ich weiß es nicht. Gehen wir lieber und sehen. Komm schon, komm. Dimon, siehst du jemanden? Nein, ich sehe hier niemanden. Das ist definitiv ein Prank. Ja, ich bin schon müde von seinen Streichen. Es nervt schon einfach nur. Find ich auch. Oh. Habe ich mir das gerade eingebildet? Ja, scheint so, als hätte ich mir das nur eingebildet. Ja, gehen wir lieber nach Hause. Ja, tolle Idee. Lass uns FIFA spielen gehen. Ich werde dich gleich einfach zerfetzen, Bro. Nur in deinen Träumen. was ist das denn hier, Mann? Ich weiß es nicht, aber es war vorher nicht her. Komm, Odyssee, lass uns hinten rumgehen. Komm schon. Komm. Das ist echt sehr komisch, Mann. Ja, es ist das erste Mal, dass ich so viele Spinnwerbe sehe. Ja, es war echt groß gewesen. Ich weiß nicht, woher es kam. Ich weiß es nicht. Hey, Leute! Bist du Spider-Man? Nein, ich bin Batman. Seht ihr das nicht? Was für ein Batman? Das ist der echte Spider-Man, Mann. Was machst du hier, Spider-Man? Ich werde für 24 Stunden euer Babysitter sein. Ja! Das ist voll cool! Du bringst uns deine Tricks bei, oder? Und wie man Spinnennetze schießt. Und wie man Wände hochklettert. Und wie man gegen Bösewichte kämpft. Leute, lasst uns erst unser Programm anschauen, okay? Gute Idee. Komm, gehen Leute, wir gehen. Spider-Man, hast du gegen den grünen Goblin gekämpft? Ja. Und hast du gegen Venom gekämpft? Ich habe gegen die Typen gekämpft. Ich erzähle später. Okay. Oh, Spider-Man, warte. Kannst du uns ein paar deiner Tricks zeigen? Ja, beweis uns mal, dass du der echte Spider-Man bist. Leute, ich bin doch kein Clown, der Tricks hier macht. Ich tue es, wenn ich das richtig finde. Habt ihr das verstanden? Alles klar. Wir gehen. Hey, Freunde. Ich habe gehört, ihr seid sehr böse Kinder. Nein, wir sind Engelchen. Stimmt's, Odyssee? Ja, schieß nur ein Netz auf die Mond, bitte. Manu, wo bin ich denn? Ich werde es tun, wenn ich es für richtig halte. Okay, wie du meinst. Die Mond, lass uns Cola trinken. Komm. Leute, Coca-Cola ist verboten. Denk nicht mal dran, Leute. Ja, was immer du sagst. Alles klar. Leute, ich habe euch gesagt, dass Coca-Cola verboten ist. Ich hab euch doch gesagt, dass es verboten ist. Hast du es gesehen, Odyssee? Jo, ich hab es gesehen. Das war ja voll cool. Hey Leute, es ist endlich an der Zeit für ein Outdoor-Training. Folgt mir, ich werde euch Tricks beibringen. Cool, Dimon, wir können auch wie Spider-Man werden. Ja, voll cool, lass uns nachsehen, los. Ich werde euch beibringen, wie man Parkour macht. Ja, voll cool. Das war eure erste Lektion. Cool, aber wirst du uns nur das zeigen? Also, ja, wir wollen lernen, wie man an Wänden hochklettert. Ha. So, Leute, ihr lernt erstmal die einfachen Sachen und dann fangen wir mit den schweren Sachen, Leute, an. Okay, ich fange an. Bravo, Odyssee, guter Versuch. Dimon, jetzt bist du aber dran. Ich werde es nicht tun. Ich will durch die Wand hochklettern. So, nicht schlimm, Dimon. Lass uns erstmal weitermachen. Okay? So, Leute. Seht ihr diese Coca-Cola? Ja, wir sehen sie. Ha, ganz einfach. Warum? Warum funktioniert das nicht? Du hast vergessen, Dimon ein Netz schießt. Hey, das ist überhaupt nicht lustig. Hier, nimm das. Okay, Spider-Man, ich habe es verstanden. Okay, machen wir mit der nächsten Lektion weiter. Hey Jungs, seht ihr den Hund da oben? Das ist die schwierigste Lektion von heute. Ihr sollt ihn jetzt retten. Mal schauen, wer von euch der Bessere ist. Das ist ganz einfach. So, erstmal viel Glück, Leute. Und los geht's. Haha. Ich habe euch die schwierigste Aufgabe gegeben. Und wir werden jetzt sehen, ob ihr überhaupt diese Aufgabe schafft. Das ist das Schwerste, das richtig Schwerste. Es gibt nichts Schweres. Komm schon, Odyssee, du. Wir sollten im Team arbeiten. Okay, ich versuche. Komm schon. Haha, sie wollen Spider-Man sein. Aber es ist wirklich schwer. Ich bin der Einzige. Mal sehen, was sie jetzt machen können. Ja? Haha, ich warte. Ja, wir haben es geschafft. Hä? Wie denn? Hey, Spidey, weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Teamwork. Ja, und wir wollen wirklich wie du sein und gegen Captain America kämpfen. Haha, das habe ich nicht erwartet. Also gut, Leute, gehen wir etwas essen. Hier gehen wir essen. Ja, lasst uns essen. Das Spider-Mans beste Essen. Komm schon. Odyssee, was werden wir essen?
Ich glaube, eine Suppe. Nein, das glaube ich nicht. Spider-Man ist doch nur Gemüse und Obst, das weißt du. Freunde, wer ist euer Lieblings-Superheld? Schreibt es unten in die Kommentare. Mein Lieblings-Superheld ist Spider-Man. Und wenn euer Lieblings-Superheld auch Spider-Man ist, dann setzt uns ein Like und abonniert uns. Dann sieht ihr unsere Videos immer als Erste. Also Leute, probiert jetzt mal bitte mein Spinnennetz. Spinnennetze? Sind die überhaupt essbar? Es ist mein bestes Rezept. Lass uns es probieren. Schmeckt echt nach gar nichts. Das schmeckt cool. Cool? Das schmeckt doch nach nichts. Esst, Leute. Es ist sehr lecker. Aber ich sage dir, Dämon, ich fühle mich viel stärker, nachdem ich es gegessen habe, wie Spider-Man. Ja, was immer du sagst. Bravo, Odyssee, ich danke dir sehr. Gott sei Dank. Was? Habt ihr meine Spinne getötet? Hä? Was? Was ist mit ihm los, Dämon? Odyssee, wir haben seine Spinne getötet und er ist beinahe, weil er liebt doch Spinnen. Mann, oh Dämon, du hast aber recht. Oh, Entschuldigung. Wir gehen lieber nach oben, da haben wir oben was zu tun. Ja, ja. Haha! Entschuldigung! Haha! Ihr habt mich wirklich verärgert! Ihr werdet bestraft! Ihr werdet in einem Spinnennetz schlafen! Ja, was immer Sie sagen! Ja, aber bitte töte uns nicht! Wie auch immer, ich gehe nach oben und ruhe mich aus! Ihr seid unverschämte Mängel! Ich hab genug von euch! Ich versuche ein bisschen zu schlafen. Vielleicht entspanne ich mich. Ah, gut. Odyssee, jetzt wo der böse Spider-Man weg ist, müssen wir uns irgendwie befreien. Ja, aber wie kommen wir frei? Sag mir. Also, Odyssee, auf drei springen wir hoch und versuchen es zu zerreißen. Ja. Alles klar? Eins, zwei, drei. Los, komm! Drei. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Dämon, hilf mir! Ich habe mich verheddert! Komm schon! Also das geht schon hier, also komm schon! Komm, los, du bist weit! Also, was sollen wir jetzt noch machen? Wollen wir laufen? Nein, Dämon! Diese kleine schwarze Spinne bekommt eine! Wie meinst du das denn? Wir werden ihm einen Streich spielen, dass er danach bestimmt wegläuft. Aber Odyssee, das ist sehr gefährlich. Keine Sorge, Dämon. Wenn du willst, kannst du mir folgen. Ach, okay, gehen wir. Ich mach mit. Lass uns nachsehen, wo er ist. Los, schnell. Ich glaube, Spider-Man entspannt sich hier. Mach die Tür auf, lass uns nachsehen. Mach sie langsam auf, komm. Los. Dämon, da er schläft, ist es die Zeit, Fallen für ihn zu machen. Sag mir mal, was ist die erste Falle, die du dir ausgedacht hast? Wir sollten Zahnpasta auf die Zuglinke schmieren. Aber wozu, Odyssee? Wenn er aufwacht und die Klinke berührt, wird er wütend und wird uns jagen. Okay, Odyssee, aber was sollen wir damit tun? Das wirst du schon sehen, du wirst sehen. Oh, Odyssee, ich halte es für eine echt schlechte Idee. Das ist eher der Anfang. Lass uns nach unten gehen und noch ein paar Streiche machen. Okay, dann komm, lass uns gehen. Folg mir. Wenn er uns jagen wird, wird hier eine Bananenschale liegen und er wird ausrutschen. Ja, voll die gute Idee. Toll, wir legen sie hier hin. Und wenn er hinfällt und ohnmächtig wird, schmeißen wir ihn aus dem Haus. Ja, Odyssee, er ist Spider-Man. Und falls er nicht ohnmächtig wird? Ich habe eine Idee. Ein Spray, das Spinnen tötet. Wow, Odyssee, bravo. Seht ihr, wie schlau Odyssee ist? Das wusste ich gar nicht. Also toll. Also machen wir es dann. Lass uns ihn rufen. Los. Spider-Man, Hilfe! Hilfe! Was ist los? Wer ruft mich denn da? Was wollen diese Idioten von mir? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich spüre Gefahr von dieser Tür. Ich kann es spüren. Ich kann es spüren. Was könnten sich diese Idioten noch ausgedacht haben? Ich spüre hier die Gefahr. Die halten mich wohl für ein kleines Kind, oder? Sie wissen nicht, mit welchem Superhelden sie sich angelegt haben. Kleine Dummköpfe.
Odyssee, komm, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Toll, ich gehe schon. Ich wünsche dir viel Glück, Flo. Ich fange euch und fresse euch. Spider-Man! Schau, was ich habe. Oh mein Gott, was ist das denn? Bis dann, Spider-Man. Wir landen. Ich bin raus. Ich geh weg. Ich geh weg. Fertig. Ich geh weg. Ich geh weg. Er verzieht sich. Er geht weg. Alles gut. Wir haben ihn rausgeworfen. Bravo, Odyssee. Deine Methode hat funktioniert. Das. Los, lass uns Schere, Stein, Papier spielen. Und der Gewinner bekommt einen großen Pool und 1.000 Euro. Und der Verlierer bekommt einen kleinen Pool und 10 Euro. Komm schon, los. Schere, Flie, Stein, Kla, Papier. Blue. So muss das sein, Leute. Los geht's. Ich habe einen Pool gewonnen und 1.000 Euro. Okay, ich denke, das ist keine große Sache. Nun wollen wir sehen, welche Pools wir haben. Das hier, Leute, das ist mein ganzer Pool und ihr gehört nur mir. Und ich habe noch 1.000 Euro zum Ausgeben. Ich werde eine riesige Party machen. Ich werde Bälle, Schwimmmatratzen, Leute, essen und Getränke kaufen. Ich werde mich prächtig amüsieren. Ey Leute, sieht mal, was ich hab. So ein kleiner Pool. Ich passe da ja kaum rein. Was soll ich damit machen? Dieser Pool ist für ein kleines Kind oder was? Schaut mal, Leute, ich passe hier gar nicht rein. Wie soll ich denn schwimmen? Das ist nicht fair. Das ist sehr, sehr schlimm. Leute, was geht bei euch? Ich habe mein ganzes Geld für 1.000 Bälle ausgegeben. Und ich werde sie jetzt alle in den verdammten Pool schleudern. Außerdem, Leute, habe ich mit diesem Geld eine Menge Schwimmertatzen gekauft. Das hier ist mein Einhorn und ich kann darauf rumschwimmen, so viel ich will. Und hier habe ich noch ein Stückchen Pizza, Leute. Die schmeiße ich jetzt auch rein. Ich bin nicht hungrig, aber später essen wir. Und hier, Leute, habe ich sogar ein Flamingo. Ich glaube, ich werde auf ihn ein klein bisschen schlafen. Und hier habe ich ein kleines Boot, Leute. Ich werde ein Captain sein. Und außerdem, Leute, habe ich hier einen Donut und eine Wassermelone. Was mögt ihr lieber, den Donut oder die Wassermelone? Ich mag sie meine, weil heute Abend werden wir feiern. Und natürlich habe ich das Geld. Und natürlich habe ich hier auch eine Hüpfburg. Die kommt natürlich auch rein. Komm. Und das Allerwichtigste, Leute, ich habe eine Wasserrutsche. Zieht euch das rein. Ich bin bereit für die Party. Jetzt warten wir auf unsere Freunde. Also, lasst uns schon mal schwimmen gehen. Leute, es gibt ein Problem. Es ist kein Wasser im Pool. Ich muss jetzt Dimon bitten. Dimon, gib mir bitte etwas Wasser. Alter, Stas, nimm etwas Wasser, aber nicht zu viel. Vergess nicht, ich bin hier reich und du bist ein kleiner armer Schlucker. Okay, Dimon, okay. Natürlich höre ich nicht auf ihn. Ich nehme so viel Wasser, wie viel ich brauche. Ich rufe jetzt all meine Freunde, sie sollen sich alle entspannen. Ich glaube, dass echte Freunde zu mir kommen. Nicht nur zu Dimon wegen seinem Geld. Sie kommen alle zu mir, das sage ich euch. A few moments later. Oh! Hallo, hey, wie geht es dir? Hey, wollt ihr mich sehen, Leute? Ich freue mich sehr, ja! Leute, was meint ihr? Sollen wir zu Stars Pool oder zu Dimons Pool gehen? Zu Dimons, natürlich zu Dimons hier! Zu Dimon, zu Dimon! Leute, wo wollt ihr hin? Ihr seid doch meine Freunde, wieso zu Dimons? Was ist das für ein Pool? Es ist so klein! Seht ihr Dimons Pool an? Wollen wir schwimmen gehen? Los geht's! Komm schon, komm schon! Wunderbar! Was ist los bei dir, Stas? Bist du eifersüchtig oder was? Sieh mal, was ich für einen Pool habe. Zieh dir meine Mannschaft rein. Das sind doch keine Freunde. Das sind Ratten. Sie haben mich für Geld verraten. Okay, du hast etwas mehr Geld als ich. Aber mir geht's gut in meinem Pool. Und ich bin überhaupt nicht neidisch, Mann. Okay, Stas. Wie du meinst. Ich gehe jetzt los, um mich auf meiner Party zu amüsieren. Oh, auf unserer Party! Ah. Nur die arme Leute und vergesst nicht zu abonnieren, um so wie ich erfahren zu werden. Nur GL Army, das Leben ist eine tolle Sache. Leute, eine Party ohne Musik? Das ist doch einfach unmöglich, Mann! Ich habe einen Lautsprecher mitgebracht. Die Party geht mit Musik weiter. Los geht's! Oh, Freunde, seht mich an. Ich passe kaum hier rein. Aber ich werde trotzdem meine eigene Party machen. Ich beneide sie nicht im geringsten. Nicht im geringsten. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. Es ist Scam, Leute. Es ist Scam. Leute, ich bin hier der King und das ist mein Schloss. Was machst du da? Ey, du, was machst du da? Was ich will, das mache ich auch, ihr Loser. Neidisch? Du bist neidisch, weil ich meine Zeit besser verbringe als du. 1, 2, 3.
das Leben schön, Leute. Nudel Army. Okay, Leute, vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Aber jetzt werde ich mir einen Cocktail machen, eigentlich aus Wasser. Aber ich werde allen erzählen, dass er ein echter Cocktail ist, weil ich eigentlich kein Geld habe, nur 10 Euro. Was für ein leckerer Cocktail. Seid nicht neidisch, Leute. Ach, die haben sogar eine Rutsche. Komm schon, Leute, komm schon. Jetzt du bist dran. Ich bin Raffario. Eins, zwei, fantastisch. Fantastisch. Ja. Party. Ach, die rutschen von einer Rutsche. Und ich habe da eine Rutsche aus Plastik, diese hier. Ich habe es gebraucht gekauft für 5 Euro. 5 Euro für das Schwimmbad, 5 Euro für die Rutsche. Ja, das ist wenig Geld, aber ich will rutschen, Leute. Es geht kaputt. Leute, meine Rutsche ist kaputt. Ach, das ist eine schlechte Rutsche. Miese Rutsche. Ich bleib einfach im Pool sitzen, ich alleine. Ich werde mich auf eine andere Weise abkühlen. Hey, Leute, schaut mal. Das macht sich selbst nass. Lasst uns ihm helfen. Komm schon. Los. Aufhören. Hört auf! Seid ihr Menschen oder Tiere, Leute? Im Grunde genommen, Stas, sind wir alle Menschen Tiere. Komm schon! Ja, ich hasse euch alle. Hört auf, ihr Würmer! Leute, ich habe eine wunderbare Idee. Wir machen eine Challenge. Und zwar, wer am besten tauchen kann, gewinnt 1000 Euro. Oh, Leute, ich bin dabei. Ja, ich mache gerne mit. Fantastisch, großartig, Bravo. Super. Also, Leute, seid ihr bereit? Ja, bereit. Und ich bin bereit, Timon. Ich werde auch tauchen. Ja, Stas, du kannst auch tauchen, aber in deinem Pool, du Opfer. Okay, gut, ich werde meinen Pool selber springen. Nur so kann ich mir in den Kopf stoßen. Ich werde also so tauchen, Leute. Schaut so. Ich hab gewonnen. Ja, das glaube ich nicht. Also, Leute, ich springe zuerst. Los geht's. Ja, super, spring. Jetzt ich. 1, 2, 3. Leute, schreibt in die Kommentare, wer eurer Meinung nach am besten in den Pool eingetaucht ist und ich werde ihm das Geld jetzt geben. Woohoo! Ich hab gewonnen, Leute. Schreibt in die Kommentare, dass ich gewonnen hab. Habt ihr kein Mitleid mit mir? Ich sitze in einem kleinen Pool, ich hab gar nichts, keine Freunde. Ich hab's doch verdient. 1 hour later. Boah, Leute, ich hab eine geile Challenge für euch. Wer die Challenge gewinnt, gewinnt auch meinen Cocktail, Leute. Ich, ja, sag uns mal, was für ein Challenge werden wir haben? Ey, Kinder, ihr werdet diese 2 Schwerter haben, ihr werdet in meinem kleinen Pool stehen und natürlich fechten, Leute. Wer aus dem Pool aussteigt, verliert. Und wer gewinnt, der bekommt meinen super leckeren Cocktail. Oh, großartig, ja, ich mache mit. Die Schlacht um einen Cocktail kann beginnen und los! Na los! Und dem Spiel, ja! Ja! Odyssey, du bekommst meinen leckeren Cocktail. Gib es mir, ich will das trinken. Na, schmeckst, Junge? Schmeckst lecker. Was hast du gemacht? Warum? Es ist nur Wasser, das ist kein Cocktail. Du bist so ein Schummler. Du bist das. Wenn du meinen Cocktail nicht magst, dann los, verpiss dich. Legt ihr euch mit Papa Stas an? Nein, niemand legt sich mit Papa Stas an, Leute. Ich wollte diese Challenge machen, damit wir ein bisschen lachen können. Und ihr nehmt mich alle auf den Arm. Niemand mag mich. A few minutes later. Leute, schaut mal, was ich hier habe. Also, lasst uns jetzt alle Coca-Cola trinken. Ja. Weiter. Dankeschön. Du halt. Vielen Dank. Hey, wo ist die ohne Bälle rum, ey? Gib mir auch eine leckere Coca-Cola. Ihr Geizhälte. Ich will auch trinken. Ich bin durstig. Okay.
Das wird eine Cola. Und ich schlage vor, wir spielen einen Streich, Leute. Tolle Idee. Ja, Leute, sehr gute Idee. Komm schon, lass sie ein bisschen schütteln. Noch stärker. Wenn ihr sie öffnet, dann wird es eine fette Explosion geben. Fantastisch. Großartig, Leute. Und jetzt lasst uns das diese Coca-Cola geben. Stars, ich komme. Stars, mein lieber Bruder. Du wolltest eine Coca-Cola. Hier hast du eine. Oh, Dimon, du bist der beste Bruder, Alter. Vielen Dank für die Cola. Ich werde sie jetzt gleich aufmachen. Star, schau mal, du hast in Coca-Cola gebadet. Das ist überhaupt nicht lustig, Dimon. Du bist ein richtiger Gauner. Du bist der allerschlimmste Bruder aller Zeiten. Ja, Star, du hast recht. Ich bin der schlimmste Bruder aller Zeiten. Aber ich bin reich. Ja, du findest das lustig. Leute, habt ihr nicht auch Bock auf Pizza? Ja! Ich habe euch eine Pizza bestellt, Pizza, heute! Pizza, Pizza, ja, Pizza, 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 das Leben ist schön! Ja, ja, ich will auch eine Pizza! Ach, du Stars, kauf dir mit deinem eigenen Geld eine Pizza! Ah, ich hab vergessen, du hast ja gar kein Geld! Ihr Leute, ihr seid überhaupt nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Wie gut. Also, lasst uns Pizza essen. Leute, ich flehe euch an, bitte. Ich bitte wirklich ein kleines Stückchen Pizza. Ich bin hungrig. Mein Bauch tut weh. Ich fühle mich nicht wohl. Bitte, ich will ein Stück Pizza. Warum geben wir ihm nicht eine Pizza? Okay, Raffario. Hier, Stars, diese Pizza ist für dich. Bitte. Komm schon. Komm, Raffario, gib mir ein Stück Pizza. Komm. Pizza! Meine Pizza! Ihr seid alle Verräter! Ich spiele mit euch nicht mehr! Ich mag euch nicht! Ich hasse euch! Ich hasse euch, Leute! Weg! Ich geh weg! Ich hau ab! Ich geh von euch weg! Basta! Leute, das hat verloren, aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Die Party geht weiter!